In Argesendet gibt es mittlerweile verdammt viele Dino-Mods und ich dachte, ich trage euch meine Top 15 der besten Modde-Kreaturen zusammen. Viel Spaß euch! So Leute, dann legen wir direkt los mit der Top 15 der besten gemoddeten Kreaturen, meiner Meinung nach zumindest. Kann auch sein, dass euch die nicht so gut gefallen. Die tatsächlich gerade spontan zu der Top 16 geworden ist, weil ich gerade noch eine Mod gefunden habe, die fand ich übersick. Die werde ich ganz am Ende zeigen, die wird euch auf jeden Fall gefallen. Dann würde ich sagen, lasst uns gar nicht so lange Zeit verschwenden, wir gehen direkt rein in das Ganze. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich zeige euch jetzt direkt den ersten Dino. Nämlich ist das der Kollege hier. Riesenquetz, könnte man sagen. Name wird hundertprozentig falsch ausgesprochen. Hatzegopteryx oder so. Sagen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass der so heißt. Und der ist halt relativ schnell, macht sehr guten Schaden, macht echt guten Schaden. Und er kann auch kleinere Sachen grabben mit Rechtsklick und kann die dann in seiner Hand one-shotten. Das machen wir jetzt auch mal fix. Was halt auch bei dem richtig, richtig cool ist, ist, dass er die einfach im Mund hält dann. Und der kann die, wenn die irgendwie... Das war's gerade. Wenn die niedrigeres Level als er selber sind und unter 200 Gewicht haben, kann er die one-shotten. Also ich finde, der sieht schon echt cool gemacht aus. Und das, meine lieben Leute, ist die Nummer 2 und tatsächlich einer meiner Lieblinge. Muss ich wirklich sagen, ich habe mit denen schon so ein kleines PvP-Event gespielt bei Ark Quest damals und die hat mir so gut gefallen. Erstens, ich glaube, die hat damals bei Aberration den Creature Vote gerade so nicht gewonnen. Ich meine, der war zweiter Platz oder sowas und dafür ist ja Yi Ling reingekommen. Und ich finde, er hätte es echt verdient gehabt, weil die sind super sick. Mit denen kann man super weit springen. Man kann die Modi umstellen, also er hat einen normalen Angriff, womit er Damage machen soll. Der macht jetzt auch nicht so viel Damage. Und der hat so einen Torpor-Modus. Wir können das mal eben kurz hier abchecken. Ich glaube, ich bin jetzt gerade im normalen Modus. Da, zack, macht halt nicht so viel Damage. Mit C tanzt der. Das wollte ich jetzt gar nicht machen. Eigentlich wollte ich den Modus umstellen. Das war wohl X. Ja, X. Und jetzt habe ich halt so einen Torpor-Biss. Und der macht gar nicht so schlechte Torpor. Ich bin jetzt gerade im GCM. Deshalb kriege ich halt kein Damage. Nicht, dass ihr euch wundert. Aber hier, damit könntet ihr theoretisch Sachen ausnocken. Und dazu kommt noch, dass sie eine eigene C-Methode haben. Die haben so ein Chitin-Schild, womit man auf die zulaufen muss. Und als erstes zählt man, glaube ich, das Weibchen mit dem Chitin-Schild. Und dann kann man mit dem Weibchen einen Tanz machen und danach ein Männchen zähmen. Ich glaube, so war das. Und das ist halt auch nice durchdacht und gefällt mir richtig gut. Jetzt habe ich hier einfach alles auf Aggro. Perfekt. Nächste Kreatur, selber Modmacher, ist dieser kleine Gecko hier. Und bei dem kann man, glaube ich, nur den Schwanz abnehmen. Das klingt jetzt erstmal komisch. Und damit kann man Dinos anlocken, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß selber nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe die bisher immer nur auf dem Rücken gehabt und bin mit dem rumgelaufen, weil er süß ist. Aber das ist auf jeden Fall seine Fähigkeit. Jetzt nicht... Oh mein Gott, ich habe jetzt schon einen geleakt. Ja, vielleicht kommt der auch noch dran. Aber wer weiß das schon? Aber das war auch schon unser kleiner, süßer Gecko. Jetzt kommen wir zu dem Kollegen, mit dem wir letztes Jahr zu tun hatten. Da habe ich nämlich ein ganzes Video drüber gemacht, nämlich den Brachio. Den konnte ich einfach nicht außen vor lassen. Ist einfach ein top gemachter Dino und extrem, extrem, extrem stark. Kann alles farmen. Hat so eine Stampfattacke, wo man mit den Vorderbeinen hochgehen kann und dann kann man einfach auf was draufstampfen und das macht extrem viel Schaden. Also wirklich extrem viel Schaden. Ist nicht übertrieben und einfach an sich... Sieht ja auch mächtig aus. Sieht einfach mächtig aus. Guckt euch das Gerät an. Das hört sich merkwürdig an. Den konnte ich nicht außen vor lassen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, guckt euch das andere Video an. Und wenn wir schon dabei sind, können wir natürlich den Acrocanthosaurus auch nicht vergessen. Auch Ark Editions. Das sind tatsächlich die einzigen beiden von Ark Editions, die ich reingenommen habe, weil ich finde, die sehen am coolsten aus und haben für mich persönlich den größten Nutzen. Und deshalb habe ich auf jeden Fall die mit reingepackt. Macht ordentlich Damage. Je kleiner der Dino ist, desto mehr Damage macht der, glaube ich. Das habe ich jetzt auch erst erfahren. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Also hier macht er 700, wie viel macht er an dem Petri? 900? An dem Petri macht er mehr als an dem Dillo? Und an dem Dodo 900. Also auf jeden Fall Damage immer unterschiedlich. Je schwerer das Ding ist, was man gerade angreift. Dann hat er halt noch den Adrenalin-Modus und er kann auch stampfen und er kann auch zurückwerfen und kriegt weniger Damage, wenn er was macht. Und also der hat so viele coole Sachen hier da. So, das ist so ein Knockback-Ding, wo er, glaube ich, weniger Damage bekommt. Oh Gott, der Knockback ist einfach nach Lampukistan. Und... ja, das ist der Acrocanthosaurus. Habe ich schon viel drüber erzählt im anderen Video. Einfach cooles Ding. Das sieht erstmal aus wie ein normaler Karcher, ist aber nicht. Das ist nämlich ein Karcher TLC. Der sieht auch so vom Gesicht her so ein bisschen anders aus. Ich habe immer noch die Chitin-Shit ausgerüstet einfach. Der ist ein bisschen langsamer als ein normaler. Dafür verbraucht er weniger Stamina. Der hat 75% Weight Reduction auf Fleisch, was halt auch ziemlich krass ist, weil dafür wird er eigentlich nur gebraucht. Und der läuft halt ein bisschen anders. Und als Baby hat der nicht so eine Riesenbirne. Das stand auch bei, dass das Baby ein bisschen realistischer aussieht. Der hat auch einen anderen Schrei, also der gibt dir noch einen Damage-Buff dazu, wenn ich das richtig gelesen habe. Im Prinzip normaler Karcher sieht ein bisschen besser aus, meiner Meinung nach. Läuft ein bisschen cooler, kann im Rennen schreien und hat halt Weight Reduction. Hier nochmal in der Aufnahme. Sieht schon böser aus, finde ich. Jetzt kommen wir mal zu was komplett abgedrehtem, nämlich Godzilla. Godzilla
habe ich damals in Survival Evolved schon mal gespielt und jetzt gibt es es auch in Asa. Ich habe es hier doch gar nicht großartig getestet, aber ich fand den früher schon immer cool. Rechtsklick macht halt so eine heftige Explosion und jagt irgendwie alles hoch. Der C-Angriff ist tatsächlich super wild. Er haut da so richtig um sich und macht verdammt, verdammt viel Schaden und farmt damit auch. Und sein Biss an sich macht auch viel Schaden. Viel mehr hat der, glaube ich, nicht drauf, ne? Der kann ja richtig hoch springen, das wusste ich nicht mal. Aber währenddessen kann auch dieses Mal ausbeißen. Ich glaube, wir haben nichts verpasst hier. Jetzt habe ich den Mod, die feiere ich absolut ab, nämlich den Kollegen hier, Glaukus. Das Wesen sieht schon extrem cool aus, aber auch die C-Methode finde ich richtig cool. Weil um den Glaukus rum, das spawnen überall Quallen und die Quallen muss man töten und ihm verfüttern. Und wenn man 10 Stück verfüttert hat, muss man ihn low prügeln danach und dann kriegt man erst ein Ei von dem und das Ei muss man großziehen. Und der muss die ganze Zeit Biotoxin essen, das ist ja gerade auch so am Kauen, der Kollege. Man kann ihm die auch die ganze Zeit reindrücken, damit dieser Venom Charge da unten voll ist, diese Bar, weil sonst kann er seine ganzen Attacken nicht machen. Und man kann die auch meistens nur unter Wasser machen, man kann die glaube ich 40 Sekunden an Land machen. Und sonst nur unter Wasser. Und jetzt hier starten wir mal durch. Das ist der Rechtsklick. Und da seht ihr, dass die Leiste unten wieder ein bisschen leerer wird, wenn ich den einsetze. Dann Steuerung C ist das hier. Und damit verbraucht er komplett alle Charges. Das macht auch extrem viel Damage, auch wenn ich das jetzt bei Fischen nicht sehen konnte. Ich mache es gleich einfach nochmal. Mit Steuerung Linksklick kann man solche Bubbles verschießen. Das sieht auch ganz lustig aus. Ich weiß nicht, wie viel Damage das macht. Das macht schon Damage. Hä, die Bubbles sind, glaube ich, fast das Beste bei dem. Diesen Discharge müssen wir gleich nochmal gucken. Der hat noch Cooldown die ganze Zeit. Den machen wir jetzt gleich auch nochmal. Aber die Bubble, die knallt schon ordentlich rein. Da muss man nur in die Nähe schießen. Hatte die glorreiche Idee, den einmal einzupacken. Mal gucken, ob es jetzt geht. Jetzt geht's. Und man sieht halt wirklich keine Damage-Zahlen. Es stirbt einfach alles. Also auf jeden Fall über 1200. Jetzt ohne Witz, einer meiner Lieblinge. Jetzt haben wir tatsächlich mal was komplett anderes, weil eigentlich benutze ich Käfer für gar nichts. Ich bin kein großer Käfer-Fan oder sowas. Aber ich dachte, die Mod hier sollten wir mal erwähnen. Ein riesengroßer Käfer, der pupen kann. Damit macht er Damage. Der macht so explosive Scheiße, könnte man sagen. Ich gehe mal irgendwo zu Gegner hin, wenn ich welche sehen sollte. Hier, die große Attacke geht los. Anvisieren, schießen. Macht sogar gar nicht so wenig Damage. Kann man auch ziemlich spammen. Und der hat auch so einen Angriff, wenn Gegner in der Nähe sind. Kann der C machen oder macht er den hier? Also dann puppt er auf den Boden und dann macht er da auch Damage. Da will ich auch gerne wissen, wie viel Schaden das macht. Okay, der Bodenpupper macht 192 Damage und der normale Angriff 61. Hey, wisst ihr was? Großer Käfer, der schießen kann. Ist doch irgendwie auch mal was, oder nicht? Nächster in der Liste ist der Vectispinus oder so. Der hat jetzt extra noch keinen Sattel drauf, weil der Sattel ist ziemlich abgefahren und damit sieht der komplett anders aus. Nämlich hat er einfach eine Kanone oben drauf. An sich sieht der ein bisschen aus wie ein großer Bionix, finde ich. Der bewegt sich auch so ein bisschen so. Hier unter Wasser auch relativ wendig, der Kollege. Dann hat er mit Linksklick einen normalen Biss, aber der kann sich relativ schnell drehen. Also wenn irgendjemand hinter ihm ist, kann er sich schnell umdrehen. Rechtsklick ist einfach so ein Wasserwerfer. Und mit Leertaste kann man in diesen komischen Turret-Modus gehen und kann damit die ganze Zeit rumschießen. Dafür muss man aber extra Ammo machen. Und das ist nicht normale Rockets oder sowas, sondern da gibt es extra Ammo für diesen Dino. Dann kann man den doch zum Schlafen bringen und dann regeneriert er mehr Leben. Das ist halt auch echt nice, wenn man so aus einem heftigen Kampf rauskommt oder so. Setzt er sich kurz hin, ist ja ein Dragon. Könnte VR Editions echt einfach so ins Game reinkommen. Würde nicht mal auffallen, finde ich. Jetzt kommen wir zu einem Dino, mit dem habt ihr noch gar nicht gerechnet, weil ihr ihn noch nicht gesehen habt. Nämlich dem Dotosaurus. Und tatsächlich hat der so viele Sachen, das sieht unten aus, als wenn ich ein komplett anderes Game spiele. Das sieht aus, als wenn ich WoW spiele oder sowas. Das ist auf jeden Fall der Schlag, den haben wir gerade gemacht. Der ist jetzt auf Cooldown. Das ist so ein kleiner Sprung nach vorne. Jetzt ist der auf Cooldown. Und der ist halt unter Wasser auch richtig gut. Junge, der Angriff macht ordentlich Damage. Das will ich mal C auch nochmal machen. Kann ich den aber treffen? 300, ey, not bad. Der ist halt unter Wasser so schnell. Der ist halt schneller als die Sifactinus, glaube ich. Ja, definitiv. Auch hier könnt ihr ganz normal alle Attacken einsetzen. Oh mein Gott, jetzt ist auch eine Legende an der Seite. Steuerung Z, damit kann man... Mit Steuerung Z kann man nach Siliziumperlen suchen. Hä? Aber wie versteht man die Anzeige? Ah, okay, jetzt verstehe ich die auch. Oh, das ist halt crazy. Wenn ihr Doppel-A oder Doppel-D drückt, könnt ihr sogar zu den Seiten rollen. Ey, das ist einer der coolsten tatsächlich. Ich habe den bisher nur so vom Aussehen gesehen und halt, dass der super viele Spells hat. Aber der kann auch noch rausspringen? Ah, der ist crazy. Das ist einer der besten 100 Pro. Selber Modmacher, neuer Dino. Eigentlich im Prinzip ist es der Indominus Rex. Und ich finde, der sieht
super nobel aus. Die Animationen sind einfach so clean irgendwie. Der macht auch unnormal viel Damage, by the way. Der macht echt viel Damage. Er ist das hier. Damit kann er Sachen grapschen. Der kann sogar Sachen in die Hand nehmen. Guck mal hier. Moshops einfach to go. Mit Steuerung X kann man stampfen. Macht 400 Damage. Dann kann er tatsächlich unsichtbar werden. Das sieht auch viel cooler aus als damals in Survival Evolved. Und dann hat er halt so standardmäßige Attacken, wie ihr rechts sehen könnt. Also er hat einiges drauf. Tatsächlich ist in der Mod noch ein Indoraptor mit drin. Heißt das so? Ich glaube, der heißt so. Aber den finde ich gar nicht so krass cool. Also ihn hier fand ich vom Aussehen her deutlich nicer. Und da haben wir schon den nächsten. Der ist auch von Moho. Das ist der Tylosaurus. Und der sieht ein bisschen aus wie so ein Moser, nur in dünn und deutlich, deutlich schneller. Und natürlich wieder mit übel vielen Fähigkeiten. Also von diesem Moho sind geführt, jede Mod hat was weiß ich wie viele Fähigkeiten, jeder Dino. Testen wir einmal dieses Toxic Venom. Das kann man mit X da drauf machen. Macht das jetzt irgendwie Topo oder so? Nee, der ist einfach Poison und der kriegt halt Damage over time. Dann hier Trank Venom auch einmal getestet. Seht ihr mal, wie viel Topo das macht. Auch gar nicht so bad. Dafür, dass ich halt gar kein Damage gescaled habe. Ich weiß nicht, ob das mit Damage höher geht. Wir testen einfach nochmal. Wie viel habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade 250 gemacht oder so, glaube ich. So, neuer Biss. Wie viel kriegt der jetzt? Tatsächlich mehr. Das wird mit Damage mehr. Also, falls ihr so eine Art Mini-Moser auf eurem Server haben wollt, der auch Sachen vergiften kann und ausnocken kann und was weiß ich nicht alles, also gefühlt alles kann, dann hier ist das der Tylosaurus, Leute. Jetzt kommen wir zu der Mod, die kennen wahrscheinlich schon die meisten Leute, nämlich Paleo Arc. Die haben schon so viele Menschen gespielt, wahrscheinlich bei Arc Survival Evolved. Und das hier ist der TLC Giga und das ist der TLC Rex. Und wenn ihr die Mod drauf habt, werden alle Rexe und alle Gigas komplett ersetzt. Und das sind dann nur noch die hier. Und ich finde, die sehen viel sicker aus. Auch der Giga, übel, übel böse sieht der aus. Und die haben auch eine eigene C-Methode. Also da müsst ihr dem so tote Dinos hinhalten, damit er die essen kann. Im Prinzip ein bisschen wie beim Karcha. Und bei dem Giga ist es irgendwie so, dass man erst einen Giga töten muss und da muss man irgendwie tanken oder so. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also das muss ich vielleicht nochmal machen. Vielleicht machen wir das mal für ein Video. Und halt die Animationen sind viel schöner. Ich finde, die sehen cooler aus. Also einfach mal eben kurz Wildcard gezeigt, wie man Dinos macht anscheinend. Also es ist einfach super cool. Der hat auch einen Stomp-Angriff wieder. Irgendwie hat gefühlt jeder Dino irgendwie so einen Stampfer. Ihr könnt die jederzeit zurückverwandeln in einen normalen. Hier könnt ihr einfach draufklicken und dann habt ihr einen normalen Rex wieder. Den Giga setze ich mich auch kurz drauf. Aber ich denke, die meisten Leute kennen die Mod. Und was sie so drauf haben. Macht ordentlich Damage. Ich finde auch so die Biss- und Laufanimation sieht so viel schöner aus. Und der kann sogar mit dem Schwanz zuhauen. Das wusste ich tatsächlich selber nicht. Wenn ihr richtig guckt, dann haut er nämlich einmal so um sich mit seinem Schwanz. Aber ich krieg's gerade selber auch nicht nochmal hin. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es hinbekommen. Jetzt kommen wir doch mal zu einem richtig dicken Oschi. Aber das ist die erste Premium-Mod, die auf dieser Liste ist. Ich habe erst überlegt, nehme ich den überhaupt mit rein? Aber eigentlich muss man ihn schon mal gezeigt haben. Nämlich der Kollege hier. Guckt ihn euch an. Größer als der Chestersaurus. Riesengerät. Hat auch wieder super, super viele Attacken. Hat auch eine ganz eigene Zähmethode wieder. Also da muss man irgendwie mit so einem komischen Tablet irgendwelche Aufgaben machen, um die zähmen zu können. Und das ist super, super crazy. Ich habe dazu schon mal ein ganzes Video gemacht. Also wenn ihr euch das angucken wollt, könnt ihr gerne machen. Aber hier seht ihr, der kostet 5 Euro. Aber ich würde sagen, für den lohnt es sich auch mal. Der hat verschiedene, der hat so Knochensattel. Vielleicht kann ich die Knochensattel nochmal schnell drauf machen, dass ihr das auch seht. Aber alle Fähigkeiten will ich jetzt nicht nochmal durchgehen, wenn ich da schon mal eine halbe Ewigkeit ein Video drüber gemacht habe. Also der ist einfach schön. Und ein ordentliches Stück größer als ein Chestersaurus noch. Also wirklich riesiger, riesiger Wal. Holy shit. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu Nummer 16. Jetzt kann ich auch mal ins Inventar gehen und leake da nichts. Nämlich sind das diese Drachen hier. Ich glaube, die Mod heißt Dragon's Kingdom oder so. Ich werde die auch alle einblenden, damit ihr da in Ruhe selber nachgucken könnt. Und ich fand die so schön, dass ich die unbedingt noch mit ins Video nehmen musste. Das hier ist, glaube ich, nämlich Nummer 16, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und eigentlich wollte ich nur eine Top 15 machen, aber ich fand den so gut gemacht. Auch das Fliegen damit sieht so smooth aus. Und wenn ihr so nach unten zieht, habt ihr auch so einen Griffin Dive einfach. Also jetzt ohne Witz, habt ihr da schon mal eine schönere Animation bei irgendeiner Wyvern gesehen? Ich glaube nicht. Also es sieht echt so nobel aus. Hier auch nochmal kurz. Kann auch anzünden. Kann auch Sachen anheben, grabben. Und das ist tatsächlich noch nicht alles. Nämlich kann man die, glaube ich, irgendwie entwickeln. Also ich habe die jetzt gerade erst entdeckt. Von daher habe ich selber nicht so viel Plan. Aber ich habe gesehen, dass es 5 verschiedene Varianten gibt. Und die andere habe ich auch mal eingespawnt. Und ich zeige die euch jetzt. Das hier ist nämlich die andere Variante. Und guckt euch den Oshima an. Also das ist anscheinend... Junge, der sieht so schön aus.
Jetzt mal ehrlich, der ist der Hammer. Im Vergleich einfach mal, guck doch mal den Kleinen da an. Ich würde sagen, Durchschnitt, so klein ist er jetzt auch nicht. Also die Mod, wenn jemand sagen würde, das ist eine Premium-Mod, würde ich ihm das glauben. Wenn ihr mal wollt, dass ich da ein ganzes Video drüber mache, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich bin wirklich begeistert. Das waren meine Top 15, eigentlich Top 16 meiner liebsten Modded-Kreaturen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.